Das hier ist der neue Nike Zoom X Invincible Run 3. Zoom X steht für den Schaum, aus dem die Zwischensohle gemacht ist. Invincible Run für das Gefühl, das Nike verspricht, dass du beim Laufen haben wirst. Also unaufhaltbar oder unschlagbar zu sein. Ob Nike dieses Versprechen halten kann, wie sich die dritte Auflage des Schuhs schlägt und ob der Schuh was für dich ist, das verraten wir dir in den nächsten paar Minuten. Beginnen wir mit den nackten Zahlen. In den Mustergrößen wiegt der Schuh 310 Gramm bei den Männern und 258 Gramm bei den Frauen. In meiner Größe US 10,5 sind es selbstgewogene 315 Gramm, was für einen Laufschuh vergleichsweise viel ist. Die Sprengung, also das Gefälle von Rückfuß zu Vorfuß, beträgt 9 mm und der Schuh ist eindeutig in die Rubrik der Komfortschuhe einzuordnen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 200 Euro. Ich habe euch neben der aktuellen Version die erste Version nochmal mitgebracht. Wie ihr sehen könnt, hat sich da einiges getan. Die sichtbarsten Unterschiede sind hinten natürlich im Sohlenbereich. Die ist jetzt abgerundet, wo sie früher eckig war. Der Fersenkragen war bei der ersten Version sehr viel stärker gepolstert. Und wie ihr sehen könnt, gibt es inzwischen auch eine Einstiegslasche und einen insgesamt meines Erachtens viel dynamischeren Look. Die Zwischensohle ist im Vergleich zur zweiten Version um 2 mm gewachsen. Also der ist jetzt nochmal ein Stückchen größer und höher geworden. Außerdem hat das Flyknit-Obermaterial im Vergleich zur zweiten Version auch nochmal ein Update bekommen. Dazu gleich noch mehr. Im Vergleich zu anderen Nike-Modellen wie dem Pegasus 39 oder 40 ist der Invincible Run 3 im Vorfußbereich deutlich weiter geschnitten und auch meine breiteren Füße haben darin einfach einen super Halt und gleichzeitig genügend Platz. Beim Spannen fällt auf, dass die Zunge nicht mehr seitlich vernäht ist, keine Flügel hat innen drin, sondern frei ist bis vorne und hier vorne erst vernäht ist. Trotzdem hat man darin einen sehr, sehr guten Sitz, der durch das Obermaterial zustande kommt. Das ist Flyknit. Das verwendet Nike bei vielen Modellen, so auch zum Beispiel beim Wettkampfschuh Alpha Fly. Es ist aus einem starken Garn mit geringem Eigengewicht gefertigt und gibt dem Fuß dadurch halt, dass unterschiedliche Strickmuster verwendet werden. Also an einigen Stellen ist es fester gewebt, an anderen Stellen dafür elastischer und atmungsaktiver. Für die meisten Füße dürfte die Fersenspange, die ihr hinten seht, und auch die Fersenkappe genügend Halt bieten. Bei mir war es so, dass ich noch einen leichten Fersenschlupf hatte beim Laufen am Anfang und deshalb eben auch hier die zweite Öse gebunden habe, also die klassische Marathonschnürung. Dadurch hatte ich dann einen ausreichenden Halt. Kommen wir zur Dämpfung. Dazu eine Anekdote. Ich war mit meiner Freundin und unserem Hund unterwegs. Wir waren spazieren und sie fragte mich mit einmal, warum ich denn heute so komisch gehen würde. Und dabei ist mir dann selber erst aufgefallen, dass ich in den Knien extrem gebounced bin, auf und abgefedert bin. Und das lag an dem Schuh, den ich trug, nämlich diesem hier, dem Invincible Run. Der sorgt für ein unglaublich gutes Gefühl beim Gehen, aber eben auch beim Laufen, eine super komfortable Dämpfung. Und obwohl die Dämpfung sehr weich ist, fühlt es sich aber nicht an, als würde man auf Teddyplüschbären oder auf Schaumstoffbällen laufen, also so richtig darin versinken, sondern er ist durchaus auch reaktiv. Das muss er auch sein, denn er kommt ja auch bei Wettkampfschuhen wie dem Alpha Fly, dem Streak Fly oder dem Vaporfly zum Einsatz. Vom Grad der Dämpfung ist er damit auch durchaus vergleichbar mit dem Gel Nimbus 25 von Asics. Beim Invincible Run 3 sind keine stabilisierenden Elemente in die Seite eingelassen, ist auch gar nicht nötig, denn der Schuh hat einen extrem breiten Aufbau. Im Vorfußbereich sind es 12,5 cm from Coast to Coast und unten 10,5 cm. Und dieser extrem breite Aufbau sorgt dafür, dass der Schuh schön proniert, dass man gerade aufkommt und abrollt und eben nicht irgendwie nach innen oder nach außen wegknickt. Was man hier vielleicht ganz gut sehen kann,
Der Unterbau steht leicht über den Überbau rüber, also das Bett, in dem der Fuß gebettet ist, ist weiter innen zu Ende als der Unterbau, die Zwischensohle und die Außensohle. Gleichzeitig haben es die Designer hinbekommen, dass das nicht übermäßig klobig aussieht. Ich finde, der sieht sehr, sehr stylisch aus insgesamt. Denn bei aller Funktionalität muss uns unser Laufschuh natürlich auch gefallen. Wenn man versucht, den Schuh zu flexen, dann merkt man, dass er relativ verwindungssteif ist. Und dementsprechend sind schnelle Richtungswechsel eher nichts für diesen Schuh. Er ist eher dafür gedacht, damit schön ins Rollen zu kommen, schön auf langen Läufen einfach der Straße zu folgen, schön geradeaus zu laufen. Das ist so sein Einsatzgebiet. Kommen wir zum Abrollverhalten. Da fällt natürlich die voluminöse Zwischensohle auf. Es ist übrigens die dickste von all den Schuhen, die wir im Runner's World Laufschuhtest hatten. Diesen findest du in der aktuellen Runner's World Ausgabe. Und durch die voluminöse Zwischensohle hat der Schuh einen sehr frühen Fersenaufsatzpunkt. Also man kommt sehr früh, man landet sehr früh mit der Ferse. Und dann kann passieren am Anfang, dass der Fuß einfach so nach vorne wegklappt. So war das bei mir auch. Das heißt, man rollt nicht so ganz gleichmäßig, sondern der Schuh klatscht auf den Asphalt. Darüber habe ich mich dann auch in London mit dem Produktentwickler, der extra aus Oregon angereist war, mit Brad Schoolmaster unterhalten. Und der meinte dann, das sei ein Lerneffekt des Gehirns. Das lernt, dass der Schuh früher aufsetzt, als er es eigentlich gewohnt ist. Und dann hat man das auch schon nach 10, 15 Kilometern, wenn man diesen Schuh erstmalig gelaufen ist. Dann tritt dieser Lerneffekt ein und dann rollt man wirklich sehr, sehr schön gleichmäßig ab. Dieser Schuh ist für den alltäglichen Gebrauch gedacht, für die ganz normalen Dauerläufe. Und da ist es dann auch egal, ob man zu den sehr ambitionierten Hobbyläufern gehört oder zu den Genussläufern, zu den Everyday-Runnern. Gemacht ist er für alle, die ein durchschnittliches, vielleicht sogar ein überdurchschnittliches Gewicht auf die Waage bringen. Und für Läuferinnen und Läufer, die zuerst mit der Ferse aufsetzen oder die über den Mittelfuß laufen. Mein längster Lauf darin waren bisher 27 Kilometer am Stück. Und ich bin der Ansicht, dass der Schuh auch dazu beigetragen hat, dass meine Muskulatur länger durchgehalten hat. Durch die komfortable Dämpfung hat sich die Muskulatur länger frisch angefühlt. Und dementsprechend kann ich diesen Schuh vor allem für die langen Läufe, langen Langsamläufe, für ruhige Dauerläufe empfehlen. Und auch, wenn man einfach Kilometer sammeln möchte in der Vorbereitung auf einen Marathon. Kommen wir noch zu einem kleinen Aber. Auf Kopfsteinpflaster, wenn es rutschig ist, ohnehin ein schwieriges Terrain für jeden Läufer und jede Läuferin, ist der Schuh, weil er nicht besonders profiliert ist und weil er ein relativ traktionsarmes Material an der Außensohle hat, durchaus ein bisschen glitschig. Wenn du allerdings auf asphaltierten Straßen unterwegs bist, dann verhält er sich ganz normal. Da ist er dann überhaupt nicht rutschig. Kommen wir zu einem kurzen und knackigen Fazit. Ich würde den Nike Run Invincible 3 all jenen empfehlen, die in der Marathonvorbereitung sind oder in der Halbmarathonvorbereitung, dort ordentlich Kilometer sammeln wollen. Und die überwiegend oder den Großteil ihrer Vorbereitung in einem ruhigen, gleichmäßigen Lauftempo auf der Straße laufen. Dann ist der Schuh einer der komfortabelsten, die es aktuell auf dem Markt gibt.